bei uns jetzt auf der Interview-Couch hat Platz genommen voriges Jahr der Top-Österreicher hier in Klagenfurt, der auch heuer wieder natürlich zu den Favoriten zählt. Ich darf begrüßen Franz Höfer. Franz, wie war deine Vorbereitung in die Saison heuer? Wie sind deine Vorbereitungsrennen verlaufen? Man hat ja eher wenig gesehen im Vergleich zu sonst. War das, ich nehme mal an, dass das bewusst gewählt war? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Naja, immer alles anders wie letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich innerhalb von 8 Tagen 4 olympische Distanzen gemacht im Vorfeld von Kärnten. Heuer war es einfach bedingt durch das Wetter nicht optimal. War einfach sehr, 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 sehr kalt teilweise. Ich wollte St. Pölten unbedingt machen, war dann verkühlt. Hab dann gesagt, okay, mit einer Verkühlung brauche ich mir nicht bei 10 Grad einen Rennstart stellen. Hab aber schon meine Präferenzen einfach ein bisschen geändert in dem Jahr. Bin mit meinem alten Trainer wieder verbunden. Das Ziel ist eigentlich dann langfristig ausgelegt auf die nächsten 3-4 Jahre. Wir haben heuer sehr, sehr viel in Richtung Technik und Aufbau investiert, weil ich einfach glaube, dass ich das, wenn man mal wirklich von einer sehr, sehr starken Saison spricht, das absolut nur notwendig war für mich. Von dem her bin ich heuer nicht auf dem Trainingslevel, wie es letztes Jahr war, von der Physiologie her, sondern ein bisschen drunter, würde ich sagen, aber technisch sind wir um einiges gereift. Was es schlussendlich bringt, weiß ich noch nicht, weil ich einfach noch keine Rennen gemacht habe heuer. Von dem her ist Kärnten ein großer Test vor allem für die nächsten 2 Jahre, weil wir nach dem, was wir da jetzt in Kärnten zusammenbringen, ein bisschen das auch beschließen, wie dann das nächste Training oder wie das Training dann fürs nächste Jahr ausschaut. Ich freue mich auf das Rennen da, weil es einfach eine hervorragende Kulisse war. Auch danke an P-Werk, dass ich da jetzt in der Lounge sein kann. Ich habe es super cool gemacht. Freue mich auch, dass ich mit meinen Sponsoren, mit Powerhouse und so, einfach ein lässiges Rennen da haben werde und mal schauen, was rauskommt. Jetzt warst du aber natürlich im letzten Jahr Vierter und als Profisportler wird man auch immer an Ergebnissen gemessen, die ja dann auf der Ergebnisliste stehen. Nach oben hin ist dann nicht mehr so viel Platz. Österreicher war keiner vor dir. Welche internationalen Stars, die du auf der Startliste findest, welche Konkurrenz oder welchen schätzt du am stärksten ein? Welche Athleten international werden für Furore sorgen am Sonntag? Also einen Andreas Rehlert kenne ich einfach schon sehr, sehr lang. Wir sind eigentlich gute Freunde. Also ich glaube, dass der das gewinnen wird. Ich glaube, dass er recht fit ist. Das andere war letztes Jahr einfach vom Rennverlauf her so, dadurch, dass es ohne Nio war, war einfach da eine Gruppe weg. Ich glaube, dass es dieses Jahr nicht so sein wird. Ich glaube, dass ich dieses Jahr vielleicht sogar das Zeug habe, dass ich ganz vorne mitschwimme. Und dann sind eigentlich einige sehr konstante Athleten, so wie Marco Albert oder wie Philipp Graves, die, glaube ich, immer ein sehr gutes Level abrufen können. Ich glaube, dass der Niederreiter Daniel von euch am Team, vom PWAG-Team, sicherlich eine sehr gute Basis hat, alles, glaube ich, seine Hausübungen sehr, sehr gut gemacht hat. Und ich glaube, dass wir uns da auf ein sehr, sehr spannendes Rennen freuen können. Das ist mal sicher nicht beim Radlfahren entschieden wird, sondern eher beim Laufen, denke ich. Und abgesehen jetzt von den internationalen Stars, jetzt ist ja in Klagenfurt erfahrungsgemäß die Dichte der vor allem der österreichischen Profis extrem hoch. Es ist für alle österreichischen Profis das wichtigste Rennen in der Saison, für alle Langdistanzprofis. Ich nehme mal an, dass du schon die eine oder andere Ergebnisliste studiert hast, ohne jetzt irgendjemanden fürchten zu müssen. Aber wen schätzt du in dieser Saison jetzt am Sonntag speziell besonders stark ein? Ja, ich glaube, dass es bei so einem Rennen wie beim Ironman keine Überraschungen gibt. Also das Ding dauert 8 bis 8,5 Stunden für die besten Athleten. Und ich glaube einfach, dass man dazu eine gute Basis braucht. Und die gute Basis hat für mich vor allem der Daniel, der Niederreiter, eventuell auch der Georg, der Swoboda. Und das sind so für mich die Leute, die gut sind. Der Kriegelflo aus euch im Team hat heuer ein paar sehr gute Rennen gemacht. Und ich denke, dass man da auch sicherlich sich einiges erwarten kann. Aber man weiß auch, oder was ich halt letztes Jahr schon entdeckt habe, ist, dass das Rennen erst an der Ziellinie aus ist und da wird sich einiges tun. Und muss ich aber auch sagen, dass ich sicherlich jedem den Erfolg gönne. Und ich glaube auch, dass wir uns als Österreicher an dem orientieren, was ganz vorne los ist. Das ist auch meine Präferenz und das ist auch mein Anspruch. Und da würde es mich freuen, wenn ich möglichst viele Österreicher vor einem ersten Pack mit mir sehen darf. Und natürlich mich selber drin, das ist ja klar. Selbstverständlich. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal auf dich zurückkommen. Du hast gesagt, du bist physiologisch vielleicht nicht auf dem Niveau, in dem du letzten Jahr warst. Aber das Gesamtpaket Franz Höfer, das ja nicht nur aus Physiologie besteht, sondern eben aus Aerodynamik, aus Technik, aus Taktik, aus Erfahrung. Wie schätzt du jetzt das Gesamtpaket Franz Höfer ein im Vergleich zu 2012, wie du hier am Start gestanden bist?
Letztes Jahr war ich unerschrocken. Letztes Jahr habe ich meinen Staatsmeistertitel von der Olympischen gehabt und ich habe mir gesagt, ich probiere das einfach. Heuer ist der Druck natürlich ein bisschen höher. Haben wir gerade in puncto Aerodynamik einiges weitergebracht, das stimmt, habe ich auch wesentlich mehr Kilometer am Radl. Habe ich aber noch nicht so sehr spezifisch trainiert. Bin ich jetzt auch mit Camper unterwegs, mit der neuen EPS öffach. Ist auch eine neue Geschichte, haben wir vom Setup ein paar Sachen geändert, mit Synthes eben. Habe ich einen sehr, sehr guten Ausstatter, wo ich mich am Rad jetzt wirklich sehr wohl fühle, fast so wie da auf eurer Couch. und hat es halt einfach ein paar andere Sachen auch gegeben. Mit Airstream haben wir eine sehr gute Kooperation, die aerodynamisch wirklich einen super Job machen. Der Stefan ist ein guter Freund von mir. KTM habe ich eine sehr, sehr leichte Zeitfahrmaschine unter meinem Hintern, die auf dem Kurs sicherlich auch Vorteile bringt, wo ich bei der Entwicklung auch selber dabei gewesen bin. Und von dem her glaube ich, dass das schon ganz gut passt, aber wie gesagt, letztes Jahr war einfach so furchtlos unerschrocken, wo ich dann fast auf die Nasen gefallen war oder eher auf die Nasen gefallen bin, aber Gott sei Dank zum richtigen Zeitpunkt. Und dieses Jahr einfach mal nur alles nachkontrollieren, vielleicht auch, dass mir heuer der eine oder andere Fehler passiert, der mir aufgrund der Lockerheit letztes Jahr nicht passiert ist, das kann schon sein. Nächstes Jahr darf ja nicht mehr passieren, nächstes Jahr ist die Geschichte, wo ich dann wirklich Nägel mit Köpfen machen möchte und dann eben auch 2015. Und das ist so der grobe Plan, wann heuer das Podium auszuspringt oder der Sieg oder vielleicht nur mal mehr als wie der Sieg der Weltrekord, dann nehme ich das natürlich mit, gar keine Frage. Ja, Franz, das wünscht man dann natürlich, gar keine Frage. Für Sonntag alles Gute, viel Glück, viel Erfolg. Man kennt dich ja hier mittlerweile schon in Kärnten. Ich bin mir sicher, dass da die Zuschauerherzen auf der Strecke dir gehören. Mach's gut und wir sehen uns an der Ziellinie. Danke für die Einladung, euch alles Gute und wir sehen uns. Tschüss.